Wenn die Volatilität an den Kapitalmärkten zunimmt, so wie es ja auch eben aktuell der Fall ist, bleiben Menschen, die Gegebenheiten nicht verstehen, einfach oft an der Seitenlinie stehen. Und das ist allerdings ein Ort, an dem du eigentlich niemals stehen solltest. Und deswegen möchte ich dir in diesem Video einmal zeigen, wie du mit Volatilität umgehen sollst. Du sollst verstehen, was Volatilität ist, wie man Volatilität bewältigen kann und wie man auch Chancen daraus ziehen kann. Hey und herzlich willkommen bei Easy Finance, denn wie du weißt, Finance ist easy. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen, die stiegen auf den höchsten Stand seit Sommer 2006, bevor sie dann kurze Zeit später einfach stark einbrachen. Der Einbruch der Zinssätze und auch die Volatilität, die aktuell herrscht, sind natürlich, ja, man mag vielleicht schon meinen, besorgniserregend und lassen sich natürlich auch auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen. Immer wieder ist es allerdings so, dass ich Leute höre, die sagen, die Preise sind verrückt, mal hoch, mal wieder runter, ich habe Angst davor. Letztendlich, ich habe einfach Angst, jetzt zu investieren. Und das ist eigentlich, also gerade diese Angst ist eigentlich das Schlimmste, was du tun kannst, wenn du diesen Satz beispielsweise sagst. In jedem Trend, sei es in einem Aufwärtstrend, sei es in einem Abwärtstrend, gibt es einfach schlicht und ergreifend Volatilität. Es gibt ständig Mikrobewegungen, Sekunde für Sekunde, Stunde für Stunde, Minute für Minute, Tag für Tag, Woche für Woche, ihr versteht, was ich meine. Die Bewegungen auf den Finanzmärkten, die können einfach auch aus vielen Gründen einherrühren, einschließlich auch der Dynamik, die einfach am Markt herrscht und natürlich auch globalen wirtschaftlichen Bedingungen oder der allgemeinen globalen wirtschaftlichen Lage. Und in diesem Fall ist es jedoch einfach wichtig zu beachten, dass diese Art von Volatilität nicht ungewöhnlich ist und vollkommen normal ist. Es ist normal, dass Märkte, dass Wirtschaften sich in Zeiten von Spannung, von Unsicherheiten letztendlich einfach verändern. Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Finanzkrisen, Abstürze und auch schwierige wirtschaftliche Situationen einfach immer wieder seit Jahrhunderten von Jahren vorkommen. Die Weltwirtschaftsgeschichte ist einfach geprägt von Epochen der Instabilität und letztendlich auch von Volatilität. Beispielsweise das Platzen der Dotcom-Blase, 9/11, große Finanzkrise, Schuldenkrise, europäische Schuldenkrise und letztendlich auch Covid-19-Pandemie und damit einhergehende Auswirkungen. Die aktuellen Marktbedingungen mögen vielleicht ungewöhnlich erscheinen, ja, aber es ist eigentlich im Kontext der Geschichte nicht ungewöhnlich. Es ist normal, dass die Wirtschaft und auch dass die Finanzmärkte von Unsicherheit und letztendlich auch von Volatilität einfach schlicht und ergreifend geprägt sind. Als erstes müssen wir vielleicht zu Beginn verstehen, was ist überhaupt Volatilität. Denn die Wahrheit ist, dass die Volatilität überhaupt eigentlich gar nicht furchterregend ist. Sie ist auch nicht gefährlich und sie wird ganz sicher auch nicht dich oder dein Abendessen verspeisen oder was auch immer. Wenn du die Volatilität jedoch schlicht und ergreifend einfach nicht verstehst und sie vielleicht für dich beängstigend ist, könnte dies etwas viel Besorgniserregenderes auslösen, nämlich es könnte Angst und Unwissenheit in dir verursachen. Volatilität bezieht sich schlicht und ergreifend auf die Schwankungen in den Preisen von Finanzinstrumenten. Finanzinstrumenten wie Aktien, wie Anleihen, wie Rohstoffen oder auch wie Währungen. Einfach ausgedrückt ist Volatilität die Änderungsrate der Preise eines Vermögenswertes. Wenn wir von Volatilität sprechen, denken die meisten Menschen eigentlich nur an Aktienmarkt. Das liegt einfach daran, dass der Aktienmarkt zu den liquidesten Anlageformen gehört und jetzt Kursrückmeldungen vom Aktienmarkt, auch natürlich dank des Internets, in augenblicklicher Geschwindigkeit erfolgen, sodass man das Gefühl haben könnte, dass das natürlich sehr dramatische und sehr wilde Kursschwankungen gibt. Es gibt Volatilität aber auf jedem anderen Markt auch, beispielsweise bei Immobilien. Bei Immobilien und bei anderen Anlageklassen ist es allerdings einfach sehr schwieriger, eine momentane Bewertung zu erhalten, weshalb sich die Menschen weniger Gedanken über diese Preisvolatilität und das Auf und Ab der Anlageklasse machen, als es jetzt beispielsweise bei Aktien der Fall ist. Die Volatilität ist schlicht und ergreifend ein Indikator dafür, wie viel Unsicherheit und Risiko in einem Markt vorhanden ist. Je größer die potenzielle Veränderungs- oder Preisänderungsrate und je größer die Preisspannung, desto größer ist die Volatilität und größer ist natürlich auch das Anlegerrisiko. Das bedeutet, dass Vermögenswerte einfach weniger vorhersehbar werden, je volatiler sie schlussendlich einfach sind. Erkenntlich wird dies auch in dem Volatilitätsindex, der uns einfach eine Vorstellung gibt, wie
das Auf und Ab der Märkte ist und ob die Volatilität steigt und sinkt. Dieser Index, der wird auch VIX-Index bezeichnet und der ist ein Maß für die vom Aktienmarkt erwartete Volatilität, die durch den S&P 500 Indexoptionen dann impliziert wird. Ein hoher VIX, der tritt dann auf, wenn der Markt sich nicht entscheiden kann, ob er jetzt Bulle oder Bär sein will. Also geht es rauf oder runter, runter oder rauf. Und eine Menge Seitwärtsbewegungen, ohne wirklich einen Trend zu etablieren, ist. Ein hoher VIX kann aber auch auf einen Übergang zwischen Bullen- und Bärenmarkt hindeuten, obwohl wir manchmal auch eine recht lange Phase jetzt der Seitwärtsbewegung haben können. Größere Volatilität tritt natürlich auch in Zeiten der Unsicherheit auf, insbesondere auch in Zeiten politischer und auch sozialökonomischer Unsicherheit, die es geben kann. Zum Beispiel, wenn wir in der Vergangenheit in einen Bärenmarkt eingetreten sind, war die Gesamtvolatilität in der Regel recht gering, weil es nur in eine Richtung gegangen ist, nämlich nach unten. Auch in einem starken Bullenmarkt kann der Volatilitätsindex gering sein, auch hier, weil es einfach nur sich um eine Einbahnstraße oder eine Richtung handelt. Wie können wir jetzt mit der Volatilität umgehen, die gerade aktuell herrscht, die aber auch zukünftig immer wieder herrschen kann? Das allererste, was du tun solltest, keine Panik. Verfall bitte nicht in Panik. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir nicht in einer Blase leben, in der nichts passiert. Volatilität und Unsicherheit gehört im Leben mit dazu. Eine Möglichkeit, jetzt mit Volatilität umzugehen, besteht darin, dass man einfach Unternehmen, Aktien mit guter Qualität kauft. Wenn man jetzt Qualitätswerte kauft, ist es eigentlich einem egal, was mit diesen Mikrobewegungen überhaupt passiert. Aktienkurse können jederzeit steigen, sie können jederzeit fallen, was bedeutet, dass du die Volatilität einfach streuen musst, um einfach in deinem Gesamtportfolio die Volatilität so gering wie möglich zu halten. Dafür gibt es natürlich zwei unterschiedliche Anlageprinzipien, Vermögensaufteilung und Diversifikation. Wenn du dich vielleicht auch überrumpelt fühlst von der Volatilität, dann könntest du letztendlich auch abwägen, ob deine Risikotoleranz auch wirklich mit deiner Geldanlage übereinstimmt. Denn häufig merken letztendlich die Leute beim Investieren, wie viel Risiko sie überhaupt eingehen wollen oder vielleicht auch verkraften wollen. Deine Risikotoleranz ist oder als Fähigkeit, große Kursschwankungen einfach emotional auszuhalten und zu verkraften. Marktabschwünge können da vielleicht auch eine Art Weckruf sein, um die eigene Risikotoleranz, die man dachte gehabt zu haben, zu überdenken. Obwohl wir natürlich empfehlen, mit Reaktion darauf zu warten, bis man sich emotional gefestigt hat letztendlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum Volatilität an den Märkten überhaupt üblich ist. Die Antwort liegt einfach in der Natur der Märkte selbst. Die Finanzmärkte und auch die Wirtschaft sind letztendlich einfach dynamische Systeme, die von vielen Faktoren, von vielen Gegebenheiten beeinflusst werden, wie zum Beispiel politische Ereignisse, wie Wirtschaftsdaten, wie Unternehmensnachrichten und sogar auch wie Wetterbedingungen. Zum Beispiel kann sich die Nachfrage nach Rohstoffen ändern und es kann etwas mit bestimmten Marktsegmenten passieren, dass ein Unternehmen in einem Sektor natürlich weniger profitabel macht, Beispiel Elektroautos in der Automobilindustrie. Diese Faktoren können sich natürlich sowohl positiv als auch negativ auswirken und können natürlich auch unvorhersehbare Auswirkungen auf den Markt haben, ganz klar. Ein weiterer Faktor, der die Volatilität so beeinflusst, sind natürlich auch wir selbst und die Psychologie der Marktteilnehmer. Gier, Panik können dazu führen, dass die Kurse stark steigen, stark fallen, sich stark verändern und die Volatilität einfach stark erhöht wird. Und man muss ja sagen, die Emotionen der Anleger haben auch oft weitaus größeren Einfluss auf die Marktbewegung, als jetzt Fundamentaldaten es haben. Wenn Investoren und Händler optimistisch sind und glauben, dass der Markt steigen wird, steigen die Preise. Wenn sie jedoch pessimistisch sind und glauben, dass der Markt fallen wird, ihr wisst, was ich damit sagen will, fallen die Preise. Die Stimmungsschwankungen können sehr schnell und vielleicht auch ein bisschen dramatisch sein und können zu erheblicher Volatilität führen. Dann ist es natürlich klar, dass Anleger meist dazu neigen, in Emotionen zu verfallen und irrational zu handeln, was natürlich dann auch immer noch weiter zu übermäßigen Marktbewegungen führen kann. Natürlich, ganz klar, Volatilität birgt Risiken, gerade bei unerfahrenen neuen Investoren, kann aber auch Chancen bieten, wenn Investoren diese Volatilität einfach richtig nutzen. Gerade auch, was einen aktiveren Ansatz angeht, kann man wirklich auch gute Rendite mitnehmen. Dies kann man entweder selber nutzen oder alternativ auch durch die Leute, die das durchsetzen, die in diesem Bereich einfach sehr viel Erfahrung haben. Mittlerweile gibt es dahingehend auch wirklich sehr gute Möglichkeiten, die auch wir persönlich nutzen, um durch Trading
Trading einfach von dieser aktuellen Volatilität, die es gibt, letztendlich zu profitieren. Das Wichtigste ist, sich einfach auf eine langfristige Perspektive zu konzentrieren und sich daran einfach auch zu erinnern, dass es hier um wirklich langfristigen, nachhaltigen Wohlstand geht, den wir alle schaffen wollen als jeder Investor. Man sollte sich letztendlich einfach daran erinnern, dass man an eine langfristige Entwicklung interessiert ist und nicht an momentane, kurzfristige Bewegungen. Es ist auch wichtig, dass man versteht, dass Volatilität nicht unbedingt schlecht ist. In der Tat können starke Schwankungen Chancen für Investoren bieten. Man kann dadurch Gewinne erzielen, indem man einfach günstige Kaufgelegenheiten, die sich dann bieten, nutzen und auch indem man vielleicht Positionen absichert. Es ist jedoch einfach letztendlich auch wichtig, dass Investoren die Risiken verstehen, die eine Volatilität mit sich bringt und das natürlich dann auch betrachten und letztendlich natürlich auch vermeiden sollen. Um jetzt das Ganze einfach abzurunden, ist es wichtig, dass Investoren die Volatilität verstehen und lernen, damit umzugehen, anstatt die Volatilität zu fürchten. Vermögen und Geld sind dazu da, dir zu nutzen und nicht dich zu versklaven. Es ist dazu da, dich zu unterstützen, dass du ein tolles Leben leben kannst. Also solltest du auch lernen, wie du Geld und wie du Vermögen richtig einsetzen kannst. Das vielleicht nochmal zum Schluss. Habt keine Panik, habt keine Angst davor. Lernt immer weiter, bildet euch weiter fort. Wisst, was aktuell an den Finanzmärkten auf der Welt passiert. Und dann sehe ich keinen Grund zur Panik. Und dann schafft man das alles. Deswegen damit, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das vollkommen kostenfrei tun. Ihr unterstützt uns. Damit wird uns wirklich alle sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, eure Easy.